Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Wir haben ja unser erstes Feld abgeerntet, das heißt, wir können gleich an das zweite gehen und da ist ja Raps drauf. Und außerdem werde ich wohl nicht drum rumkommen, auch mal nach Aufträgen zu schauen. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen und deshalb gucken wir da nach dem Intro, ob wir was haben, das wir machen können. So, zuallererst schicken wir mal unseren Drescher wieder auf Tour. Wir haben ja Feld 23 abgeendet, also kommt jetzt Feld 24. Ich habe mich übrigens mal schlau gemacht, weil die ganzen Kurse da noch drin sind. Die Kurse, die bei Autodrive angelegt werden, die sind nicht spielstandbezogen, sondern kartenbezogen. Und da ich ja auf meinem Rechner zwei Spielstände der Obertal habe, einmal den hier, YouTube, und dann noch einen für Twitch Livestream, ja, habe ich halt eben, wie gesagt, die Kurse, die ich beim Twitch-Livestream angelegt habe, hier auch schon drin. Würde ich jetzt eine andere Karte spielen, dann wäre hier alles leer. So, das ist die Erklärung dazu. Aber ist ja nicht schlimm, haben wir wenigstens die Kurse, die können wir ja verwenden. Den laden wir gleich, dreschen. Und dann schicke ich dich auch gleich mal zu Feld 14. Feld... 14, 24. Und wenn du da bist, fängst du gleich an und Abfahrt. Ja, die zwei passen sehr gut nebeneinander. Das gefällt mir. Die kommen sich nicht in den Weg. Dann schicke ich auch gleich meinen Abfahrer los. Der hat ja hier in der Halle seinen Platz gefunden. Alles, was Anhänger hat, möchte ich hier in die Halle abstellen. Und die Geräte, die einfach rückwärts fahren können, die stelle ich da vorne ab, wo auch der Mähdrescher steht. So, du kriegst jetzt auch wieder einen Abfahrerkurs. Und zwar Feld 24, Getreidesilo-Anlieferung, das passt. Dann fahren wir los. So, und wir gucken jetzt mal, was wir auftragstechnisch im Angebot haben. Hier sind Verträge. Oder? Nee. Gleich mal weg damit. So, leider nur ernten. Und da muss ich warten. Da kann ich gerade gar nichts machen. Aber annehmen kann ich den Vertrag schon mal. 27.000, ja, ich muss jetzt nehmen, was ich krieg. Auf Feld 47 kann das ja an der Zeit schon mal einfahren. Jetzt akzeptiere ich jetzt den Vertrag. Und guck mal, hier gucken. Guck mal, wo Feld 47 ist. Da unten. Das heißt, wie kann ich da am besten fahren? Wir sind da, oh, das ist auch wieder so verzwickt. Über sieben Wege musst du gehen. Geh nicht immer los. Ich glaube, ich muss hier runter. Dann muss ich hier rauf und dann kann ich da so runterfahren. Und dann haben wir hier die 47. Ja, mal gucken, werde ich finden. Ihr zwei kommt ihr alleine klar. Dann werde ich mal in meinen PKW steigen. Und dann suchen wir mal. Feld 47.
So, hier muss ich jetzt hoch. Und dann müsste ich ja auf der richtigen Straße sein, die mich direkt zu Feld 47 führt. So, ich denke mal, das hier ist Feld 47. Nehmen wir doch das gleich. Ja, nehmen wir das gleich. Machen wir mal die Punkte an, damit ich sehe, was Sache ist. Nutze ich jetzt auch mal eine blaue Linie. So. Stopp. Ja. Feld 47. Zack. Das muss ich natürlich auch nur anbinden. So, wenn du von hier kommst, dann können wir ruhig da reinfahren. Und hier können wir da reinfahren. Raus können wir auch gleich hier machen. Oder hier. So, dann haben wir diese Seite schon mal. Mache ich da einen Fangkurs? Nee, das ist ja nicht mein Feld, das lasse ich. Ist ja nur damit da. Ja, das ist gut so. Komm. Ob ich mir das jemals kaufen werde, ich weiß es nicht. Machen wir gleich mal den Ordner dazu. Und zwar nenne ich den Ordner Auftragsfelder. Auftragsfelder. Zack. Und da mache ich jetzt Feld 47 rein. Auftragsfelder. Ich habe noch keine Felder. Sehe ich gerade. Ja, doch, da. Hab's noch nicht einsortiert. Felder. Felder, das sind die zwei, die ich noch eingefahren habe. Hier habe ich einsortiert. So, dann haben wir das erledigt. Dann kannst du wieder heim. Und wir müssen jetzt praktisch nur noch warten, bis unser Drescher fertig ist. Mal gucken, was wir da haben noch. Feld 33. Ach, da ist das Gras drauf. Da muss ich nur noch das hier machen. Das Mais ist noch im Wachstum. Das werde ich nicht mit dem Mähdrescher machen, sondern mit dem Häcksler. Das kommt dann direkt in den Fermenter rein. Dann brauche ich das gute Gras nicht verwenden. Oder das Stroh. Das brauche ich ja für die Tiere. Genauso ist der Plan. Das heißt, sobald der hier fertig ist, dann können wir den Auftrag erledigen. Komm, wenn ich da über die Karte reingehe, bin ich wesentlich schneller. So. Und ich finde, das wäre doch jetzt mal eine wunderschöne Gelegenheit, um mal den Anschnallmodus hier auf der Obertal gebührend einzufahren oder einzuführen.
Ja. Doch, das machen wir so. Ich lasse den noch einmal drehen. Zieh noch einmal meine Dampfe. Ah. Ja, liebe Freunde der Wirt und Landwirtschaft, schnallt euch fest. Der Anschnallmodus beginnt in 3, 2, 1. Beende hier mal ganz spontan den Anschnallmodus, weil ihr seht ja selber, guckt mal da drüben, liegt ja noch Stroh rum. Warum liegt denn hier Stroh? Tja, das müssen wir auch noch holen. Das heißt, wir werden mal zum Händler springen. Ich denke mal, da reicht ein mittlerer Traktor. Den werde ich mir natürlich nur mieten. Ich suche mir mal einen aus, der etwas. Ja, 50 km/h ist ja ganz okay, aber es gibt doch auch einen, der 60 fährt. Und zwar dieser hier. Den werde ich mir jetzt mal mieten. Zack, den lasse ich auch so, wie er ist. PS müsste eigentlich auch ausreichend sein, dass der den Anhänger ziehen kann. Da brauche ich gar nicht viel machen. Den miete ich mir jetzt so, wie er ist. Und dann brauche ich ja auch noch einen Ladewagen. Wagen de la Lade. Da haben wir die Brüder. Da nehme ich mir auch gleich den großen da. So, und den machen wir gleich mal auf 500.000, dass ich nicht so oft fahren muss. Reicht vielleicht einmal. Den lasse ich auch gerade so, wie er ist. Mache ich gar nicht lange rum. Mieten. Okidoki. So, da müssen wir mal zum Händler hin. Parkplätze braucht ihr keine. Aber ich könnte. Ja, das mache ich auch. Sagt bloß, der kann den nicht anhängen. Mach mich jetzt nicht schwach. So, ich sollte die Anzeige anmachen. So.
Ich schalte hier mal auf den Traktor um. Zack. Und dann gebe ich den als Parkplatz. Fahrzeughändler verkaufen. Und dann fährt er automatisch, wenn er fertig ist. Na? Was ist da jetzt? Warum kann ich den jetzt nicht anklicken? Ach so, ich weiß warum. Das muss aktiv sein. So, jetzt haben wir das. Dann fährt er automatisch, wenn er fertig ist, hierher und ich kann ihn dann ganz schön zurückgeben. So, stell dich mal auf die Spur. So, und dann gucke ich mal, ob ich da einen Kurs habe. Die Lichter kann ich wieder ausmachen. So, Feld 23 wäre das. Schwarz sammeln. Jawohl, haben wir schon. Kurs laden. Schwarz sammeln. Zack. Und dann machen wir hier abholen, abliefern. Abholen tun wir auf Feld 23. Abliefern tun wir das im Hof. Getreidesilo ist nicht. Ich habe das Futtersilo noch gar nicht eingefahren. Erdfruchtgetreide. Nee, habe ich noch nicht eingefahren. Dann nehmen wir jetzt mal das. Ich schalte es dann rechtzeitig um. Und das wird sein Stroh. Stroh. Wenn du am Feld bist, fängst du an. Da machen wir wieder direkt. Fruchtumfahrung schalte ich aus. Und dann habe ich alles eingestellt, was einzustellen ist. Die Geschwindigkeit, da muss ich noch ändern, fällt mir gerade auf. Das muss ich noch machen. Da stelle ich mal ganz pauschal 50 ein. Auf dem Feld. Komm, 50 ist ja keine Geschwindigkeit. Wendemanöver mache ich 15. Und rückwärtsfahren, Anhänger kann 10. Da hat er keine Probleme. Spät, früh. So, jetzt haben wir aber alles an alles gedacht. Dann kann ich dich jetzt losschicken. Ich steige hier schon mal aus, hüpfe in mein Auto. Oh, das nervt mich auch hier. Das machen wir mal gleich weg hier. So. Oh, wieder 56 Euro weniger. Verdammte Axt. Zack. Na, dreh dich um. Einen Punkt hätte ich noch gerne. Ungefähr hier, sagt mein Augenmaß. So, dann machen wir von hier aus. Ne, machen wir hier. Guck, sieht schön aus. Da geht's raus. Falsche Taste. Wieder vorwärts fahren. Ich würde sagen, von hier aus gehen wir dann hier rein. Und von hier aus gehen wir dann hier rein. Nee, es wird zu eng. So. Damit haben wir das auch eingefahren. Ich kann den Kamerad wieder ausschalten und dich nach Hause schicken. Und wir gucken jetzt auf der Karte nach unserem. Was ist hier los? Rufst du den wieder früher?
Bin auf den Monitor rausgehüpft. Stelle ich das hier ein? Nee. %. Anwenden. Was hat denn das Schneidwerk für eine Arbeitsgeschwindigkeit? Das weiß ich gar nicht mehr. Schneidwerk 26. Ja gut, ist 1 km/h. Ich wollte zum Strohabfahrer eigentlich springen jetzt. Der hier. Ach, bin ich ein Hohlkopf? Bin ich eine hohle Nuss? Sowas hat die Welt noch nicht gesehen, Herr. Punkte machen allein bringt ja auch nichts, wenn kein Wegpunkt da ist. Nach 30 Millionen Strecken, die man schon eingefahren hat, sollte man das eigentlich wissen, dass Wegpunkte essentiell wichtig sind, wenn man was abladen möchte. So, dann machen wir ein H4 Hof. Das ist das Futter Silo. Zack. So. Jetzt sieht's doch besser aus. Dann kann ich dir auch sagen, wo du das Zeug hinbringen sollst, das du da einsammelst. Und zwar zum Hof ins Futtersilo. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir gut. So kann man es lassen. Alles optimal. Ja, ich denke mal, die zwei Kameraden hier, der Strohsammler und der Mähdrescher, die machen jetzt noch Überstunden. Dann können wir in der nächsten Folge mit unserem Auftrag anfangen und wir machen jetzt Feierabend. Dazu steige ich hier aus. So. Ja, meine lieben Freunde der virtuellen Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe wieder richtig Spaß gehabt heute und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.